Holz und Kristalle, das ist so Stein, Holz und Kristalle. Das ist das, was... Oh, da ist doch was. Hallo? Ah, okay. Moment mal. Da ist ein Pinsel. Und dann... Ach, dann sieht man Schrift. Also, hier kommt die Energie raus. Dann wird der blaue Kristall aktiviert und dann gibt es wahrscheinlich ultraviolettes Licht und dann kann man hier diese Geheimschrift lesen. Verstehe, das heißt, ich kann dann... Und das hier sind irgendwie Zahlen. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Ich mache mir hier mal ein Sketch. Das ist aber sehr klein. Kann ich das eigentlich auch löschen? Okay, ich kann schon vergrößern zumindest. Na gut, mal gucken, wie viel Platz da in dem Notebook ist. Nicht, dass ich jetzt hier unsinnigerweise überall... was aufmale. Hier ist doch was drin, oder? Das sind blaue Kristalle. Also da lade ich das Ding irgendwie... Ah, jetzt sieht man es. Okay. Ich lade das Ding auf. Aber was ich damit machen muss, weiß ich noch nicht. Ich das mitnehmen? Nö. Und das hier sind doch andere Symbole. Hier, boah, ist das klein. Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Das muss ich nochmal machen. Und zwar so. So. Jetzt ist es größer, okay. Haben wir so ein Symbol und so ein Symbol? Nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Oder dieses Teil hier. Ja, das vielleicht. Okay. Naja, ich brauche einen Code aus 5 Teilen, aber... Das sind doch andere Symbole. Deshalb verstehe ich es nicht. Deshalb verstehe ich es nicht. Was man hier machen muss. Auf jeden Fall die... Hä, die blauen? Ach nee, jetzt verstehe ich das. Die blauen können aktiviert werden. Hier ist Wind und... Dann wird das erst aktiviert. Oder durch einen gelben. Mit einem Brennglas. Ist das ein Brennglas? Da muss irgendwas rein. Das kann ich verschieben. Eieieiei. Ich nehme das mal mit. Hatte ich jetzt hier noch was anderes? Hatte ich da noch was anderes? Ach, da sind Tannenzapfen. Da kann ich mir dann zumindest schon mal den Fisch angeln.
Warum auch immer? Was soll ich mit dem Fisch? Oder kommt der in das Becken rein? Also so richtig verstehen tue ich das alles noch nicht. Aber ich gehe jetzt mal... Hier war das doch. Hier hinten. Nein, 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 nein. Oh, ich wollte da doch was hinhängen. Kann ich da nichts hinhängen? Das ist aber so eingekleistert. Hm. Sehr komisch. Schlüssel habe ich immer noch nicht. Okay, jetzt bin ich ein bisschen ratlos und muss einfach so ein bisschen rumprobieren. Bin auch immer noch so ein bisschen geschockt, dass ich hier selbst Texte reinschreiben kann ins Notebook. Das ist doch mal ziemlich krass. Okay, da kommt schon mal nicht rein. Was mache ich mit dieser Schüssel? Echt mal sehr merkwürdig. Muss ich das von der Seite machen? Mann, 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 Mann. Oder sind das irgendwie kombinierte Zeichen? Dass man irgendwie ein T hat und dann noch was dazu? Hier, dieses Zeichen für die 5. Wo soll das denn sein? Die 1 hätte ich vielleicht sogar. Aber wo soll denn dieses T sein? Die 1 wäre vielleicht das. Ist das ein T? So, die 2 ist so ein Kringel. Das da vielleicht? Ja, es sieht so ähnlich aus. Es ist halt eine Handschrift. So, die 3 ist dann ein F nach links. Ja, das... Hä, ist es das? Boah, das sieht doch auch fast gleich aus. Ach nee, das ist hier durchgestrichen. Okay, die 1 habe ich schon mal falsch. Moment mal. Ist das die 1? Bum, bum. Das ist die 2. Nee, die 2 ist ja sowieso das andere. 1, 2. Eieiei. Also 1, 2. Strich und ein Kreis drunter. Aber vielleicht ist es das da. Das ist das Einzige, was so einigermaßen ähnlich aussieht. Und das Letzte ist dann das T und das ist das Einzige, was irgendwie T-ähnlich ist. Aber es funktioniert nicht. Boah. Da bin ich echt ratlos. Ich hoffe nicht, dass das jetzt echt hier dran hängt. Das heißt, wenn ich das nicht löse, kann ich den Rest des Spiels nicht lösen. Das wäre ein bisschen krass. Aber ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist das wirklich der nächste Schritt, den ich gehen muss. Und ich muss rausfinden, wie man das bedient.
kann die auch nicht mehrmals drücken. Aber warum ist das oben? Warum ist das in so einer komischen Reihenfolge? Muss ich die doch in der Reihenfolge hier betätigen? Oder aktiviere ich da was anderes damit? Wo geht das denn jetzt hier hin? Nee, das ist einfach nur... Ich weiß ja gar nicht, was sich dann tut. Öffnet sich hier was? Oder versinkt der Stein irgendwie unten? Sieht man das irgendwie? Nicht so wirklich. Oje, oje, oje. Okay, ich habe jetzt hier noch einen Hebel gefunden. Den habe ich total übersehen. Was genau macht der? Da führen ja die Kabel da rein, aber die sind ja nicht aktiviert hier. Okay, ich kann ihn nicht mehr nach oben bringen. Aber jetzt ist hier eine Tür aufgegangen. Irgendeine Tür muss ich jetzt geöffnet haben, glaube ich. Die hier vielleicht? Meine Güte, boah, ich dachte schon. Ich komme hier überhaupt nicht mehr weiter, weil mit diesem anderen Teil, mit den Symbolen, das ist irgendwie nochmal was anderes. Ach, könnte ich jetzt hier meine Fackel hinsetzen? Ja. Okay. Aber was bringt mir das? Kann ich jetzt innen nochmal was machen? Es hat sich ja irgendwas... Okay, hier ist auch nochmal so ein krasses Teil. Es hat sich doch jetzt irgendwas getan. Ist jetzt hier was aufgegangen? Nö. Ja, ich hab die da reingesetzt, die Fackel. Was habe ich jetzt gemacht? Ich sehe schon wieder, dass ich irgendwie den... Da und hier diesen Mauspfeil habe. Boy. Und mal, ich mach mal Save Game. Aber irgendwie wird's da nicht besser im Moment. Ich guck mal, wenn ich ins Hauptmenü gehe. Okay, da bin ich wieder und jetzt ist der Mauspfeil weg. Ach ja, okay, aber so richtig weitergekommen bin ich noch nicht. Naja, ich erkunde mal da unten die Gegend. Also irgendwas habe ich jetzt hier aktiviert, aber... Vielleicht geht da hinten irgendwas auf oder so. Sich an wie so eine Zugkette. Aber wie komme ich da hin von der anderen Seite? Das ist eine gute Frage. Moment mal, das hier ist jetzt offen. Interessant. Da muss irgendwas drauf. Da kann ich auch irgendwas machen. Boah, ich kann hier überall was machen. Alter. Das wird richtig kompliziert. Aber mitnehmen kann ich hier nichts. Kein Item. Hier ist wieder so eine Kugel. Alter. Okay, es öffnet sich hier. Ist das ein Spiegel oder so? Den kann ich nicht mitnehmen.
Okay, das ist jetzt nochmal eine andere Art von... Ach, das ist Eis. Ist das da eingefroren? Ich müsste das da... Okay, hier ist ein Brief. Through my geological research, I discovered that one of the island's most common endemic minerals can be used as a weak but consistent energy source. To test out their limits, I started to construct simple mechanisms designed to harness the power of these natural energy crystals. Ja, so viel habe ich auch schon selbst verstanden. Nur, was ist das denn? Ach, das ist eine Linse. Die kann ich dann da oben einsetzen wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest. Und wo geht's hier noch lang? Okay. Wo kann ich da hinschauen? Ist das einfach nur ein... Moment.